Die Lage in den Katastrophengebieten nach den schweren Unwettern bleibt angespannt. Die Zahl der Toten liegt inzwischen bei mehr als 130. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. In Wassenberg in Nordrhein-Westfalen gab es in der Nacht einen Dammbruch an der Ruhr. Etwa 700 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Helfer errichteten Barrieren mit Sandsäcken, um das Wasser zu stoppen. Am Mittag reist Bundespräsident Steinmeier nach Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam mit Ministerpräsident Laschet will er den besonders betroffenen Rhein-Erft-Kreis besuchen. Dort war es zu gewaltigen Erdrutschen gekommen. In Erftstadt-Blessem hat sich ein großer Krater gebildet. Mehrere Wohnhäuser und Teile einer historischen Burg sind eingestürzt. Und in Erftstadt ist mir jetzt meine Kollegin Sarah Schmidt zugeschaltet. Zunächst, Frau Schmidt, wo stehen Sie dort genau? Ja, ich stehe hier über einer Brücke und die verläuft über eine Bundesstraße. Die sieht man hier hinter mir, zumindest das, was davon übrig geblieben ist, als das Wasser kam. Hier ist die Bundeswehr seit heute Morgen um 7 Uhr mit Räumpanzern dabei, Autos und LKWs von dieser Straße zu ziehen, die hier von diesen Fluten überrascht worden sind. Das ist Mitte der Woche passiert. Ich konnte vorgestern mit dem Fahrer des weißen LKWs dort hinten sprechen. Der schilderte mir die Situation so, dass er hier im Stau stand mit all den anderen Autos und LKW. Und dann kam die Polizei und hat gesagt, sie müssen jetzt die Fahrzeuge verlassen, weil das Wasser kommt. Und das haben sie auch getan und konnten sich hier auf diese Brücke retten. Das Wasser stand hier allerdings in den letzten Tagen sehr hoch. Und zwar so hoch, dass man nur die LKW hat herausragen sehen aus dem Wasser. Jetzt geht das Wasser zurück und hier kann die Bundeswehr jetzt anfangen zu bergen. Auf der anderen Seite dieser Brücke, da stehen die Autos noch im Wasser. Ich nehme sie jetzt mal mit, damit sie die Situation einmal erfassen können. Aber wir gehen da nicht zu nah ran, weil die Einsatzkräfte nicht ausschließen können, dass in den Fahrzeugen vielleicht noch Menschen sitzen könnten, die man dann eben bergen müsste. Und insofern ist das hier für die Einsatzkräfte doch auch eine sehr belastende Situation. Die Räumpanzer der Bundeswehr auf der anderen Brückenseite, die wir gerade gesehen haben, sollen mit Sonargeräten ausgestattet sein. Was hat es damit auf sich nochmal genau? Ich weiß nicht genau, ob die Panzer mit diesen Sonargeräten ausgeschlossen sind. Auf jeden Fall hat man mit Sonargeräten hier gesucht. Und das liegt daran, dass dieses Wasser, das die Autos und die LKW hier eingeschlossen hat, einfach sehr, sehr dunkel ist. Da ist sehr viel Sediment und Schlamm drin. Und vor ein paar Tagen wusste man noch gar nicht, wie viele Autos hier denn jetzt eigentlich genau von den Fluten erfasst worden sind. Und deshalb hat man hier mit Sonar dann eben das Wasser untersucht, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Eben vor etwa einer halben Stunde kreiste hier ein Hubschrauber der Bundeswehr. Dort saßen Einsatzkräfte und haben Filmaufnahmen von oben gemacht, um sich eben aus der Luft ein Bild der Lage zu machen, weil das hier einfach noch immer, auch jetzt noch immer, etwas unübersichtlich ist für die Einsatzkräfte. Ist denn zu befürchten, dass in diesen Autos dort, die wir gerade gesehen haben, noch Menschen gefunden werden? Das kann hier niemand ausschließen. Deshalb darf hier auch niemand, also die Presse darf hier noch auf diese Brücke, aber man darf da nicht mehr näher ran. Und das ist, glaube ich, ja auch eine Selbstverständlichkeit in Anbetracht dieser Lage. Wie stellt sich denn die Lage, Frau Schmidt, seit der vergangenen Nacht insgesamt bei Ihnen dar? Ist da sowas wie Entspannung sichtbar? Ja, ich habe heute Morgen hier noch mal mit der Pressestelle des Rhein-Erft-Kreises telefonieren können und man sagte mir, langsam entspannt sich die Lage ein wenig, weil die Pegel sinken, der Pegel der Erft zum Beispiel. Und ich kann persönlich sagen, vor zwei Tagen habe ich hier gestanden und dann hat man von den Autos nichts gesehen, wie gesagt, nur die Dächer der LKW. Insofern ist schon sehr viel Wasser abgeflossen. Nichtsdestotrotz, der Ort Blessem, der hier etwas die Straße herunter liegt, der ist jetzt komplett abgesperrt, weil da heute Morgen auch noch Gasaustritte waren und das wäre einfach zu gefährlich, wenn da Menschen sich in den Ort begeben würden. Es gibt natürlich Anwohner, die versucht haben, zurück zu ihren Häusern zu kommen. Das ist für die Menschen hier eine schreckliche Situation. Die mussten ihre Häuser verlassen, einfach weil Lebensgefahr in diesem Ort besteht. Da besteht auch immer noch Lebensgefahr, selbst für die
Rettungskräfte hier vor Ort und für diejenigen, die die Aufräumarbeiten machen, besteht Lebensgefahr. Denn Blessem, so erklärte mir das hier eben der Feuerwehrsprecher vor Ort, steht auf einem sehr sandigen Untergrund. Und als dieses Wasser kam, ist dieser Untergrund weggespült worden. Deshalb sind diese Häuser, Sie haben es ja eben beschrieben, eben auch abgerutscht in diese Kiesgrube. Und noch immer besteht da große Einsturzgefahr zum Teil. Man weiß nicht, wie stabil die Straßen sind. Und deshalb wird dort niemand in den Ort gelassen und eben nur Einsatzkräfte, um sich ein Bild der Lage zu machen. Was sorgt die Menschen in Erftstadt in diesen Stunden am meisten? Immer wieder wird ja auch das sehr schwierige Thema Plünderungen angesprochen. Was wissen Sie darüber? Ja, ich habe das auch nur gehört, dass die Menschen sich vor Plünderungen fürchten. Die offiziellen Stellen, ich habe damit zwei Stellen hier telefoniert bzw. gesprochen, wissen nichts von Plünderungen. Trotzdem sagten mir die Einsatzkräfte hier vor Ort, auch das ist ein Grund, warum dieser Ort jetzt abgeriegelt wird. Hier wird jeder kontrolliert. Wir mussten uns ausweisen als Medienvertreter. Die werden eben noch bis hierhin gelassen, damit wir hier von vor Ort auch berichten können. Aber schaulustige Anwohner etc. dürfen hier nicht mehr hin. Eben auch, um den Anwohnern, die ja hier so schlimm betroffen sind von dieser ganzen Situation, jetzt wenigstens ein kleines Gefühl der Sicherheit zu geben, dass man eben alles dafür tut, dass es nicht zu Plünderungen kommt. Und von offizieller Stelle kann ich, soweit meine Informationen sind, nicht bestätigen, dass es hier Plünderungen gegeben hat. Aber das sind eben die offiziellen Stellungnahmen. Vielleicht noch ganz kurz, Bundespräsident Steinmeier und NRW-Ministerpräsident Laschet werden am Mittag in dem Ort erwartet. Gibt es dazu schon mehr Informationen? Wie soll das ablaufen? Ja, sie werden hier gegen Mittag, kurz nach Mittag, 12.30 Uhr erwartet und werden dann die Feuerwehrleitzentrale besuchen. Und ich nehme an, dass sie dort mit Einsatzkräften sprechen werden und werden dann danach eben hier ein kurzes Statement abgeben und wollen so eben auch ihre Anteilnahme ausdrücken mit den Menschen, die hier so schwer von diesen Fluten betroffen sind. Danke, Sarah Schmidt, für diese Hintergrundinformation aus Erftstadt. Auch in Rheinland-Pfalz laufen die Aufräumarbeiten, während parallel die Suche nach weiteren Opfern der Hochwasserkatastrophe andauert. Allein im Kreis Ahrweiler kamen nach jüngsten Angaben der Polizei mehr als 90 Menschen ums Leben. Im Ahrtal sind die meisten Straßen weiterhin gesperrt oder nicht mehr befahrbar. Zudem sind in vielen Orten die Telefon- und Stromnetze ausgefallen. In Belgien ist die Hochwasserlage weiter angespannt. Mindestens 20 Menschen kamen ums Leben. Regierungschef De Croo sprach von den katastrophalsten Überschwemmungen, die das Land je gesehen haben könnte. Im Süden der Niederlande mussten tausende Menschen ihre Häuser verlassen. In Venlo wurde ein Krankenhaus evakuiert. Einsatzkräfte und Helfer verstärkten Deiche mit Sandsäcken. Der Städte- und Gemeindebund fordert schnelle Finanzhilfen für die Gebiete, die vom Hochwasser betroffen sind. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es müssten kurzfristig Ersthilfen bereitgestellt werden, aber auch Zusagen für Baumaßnahmen folgen. Zudem forderte er verkürzte Planungsverfahren für Klima- und Katastrophenschutzprojekte. Der Bund und die betroffenen Bundesländer haben bereits Programme angekündigt. Das Bundeskabinett will am Mittwoch über Details beraten.